speichern. Und was ist hier? Ach, Endriag. Wen seid ihr jetzt kleiner als im Vorgänger? Aber immer noch nervig. Oh, mein Insektenöl. Nein, 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 nicht in die Giftwürfel rein. Ich hasse Käfer. Einen ist da noch. Oh. Eine Kriegerin. Natürlich. Aber... sag lieber erst, dass es gut läuft, wenn wir sie erledigt haben. Aua. Geralt, mach mal bitte. Danke. Okay. Ja, du bist ein bisschen... hätte er nehmen. Zweitens finde ich das Intro ganz nice. Ja. Da kann ich dir nur recht geben. Aber allgemein den zweiten Teil fand ich echt geil. Wobei mir der dritte Akt echt, der war für mich verdammt schwer. Ich habe auf normal gespielt und ich hatte da echt mein Tun mit. Aber alles in allem echt ein richtig, richtig geiles Spiel. Die ganze Reihe ist geil. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal so feiern würde. Huf, Mist. Ich habe die falsche Taste gedrückt. So, jetzt ist Geralt betrunken. Ich wollte kein Alkohol trinken. Ich wollte Z drücken. Haha. Ich muss diesen Alkohol unbedingt aus meinem Inventar entfernen. Quatsch. Inventar. Einmal. Doch, war richtig. Spielzeug nimmt öffentlich nur mit schweren Angriffen. Also eigentlich nichts. Eigentlich nichts. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich die leichten Angriffe machen kann. Weil die komplette Tastatur hier einmal sich am Anfang. Alle Tasten, die eigentlich irgendwo sein sollten, waren nicht da, wo sie sein sollten. Deswegen musste ich das dann selber irgendwie einstellen und ich weiß leider nicht, wie ich jetzt in diese Richtung die... Also ich kann gerade mal nachgucken, ob ich das irgendwie anders hinlegen kann. Weil, wie gesagt, alles war komplett... Ich sollte nämlich... Das ist mir nämlich erst aufgefallen, als ich die Zeichen wirken sollte. Und das sollte auf Umschalt links dann funktionieren. Auf Umschalt links war mal so gar nichts. So, und ich habe eine halbe Stunde drauf rumgefummelt, bis ich herausgefunden habe, ah, okay. Ah, hier. Warte, kann ich das einmal... Ich hätte das ja gerne... Umschalt links ist doch scheiße. Warum? Packten die alle... Die haben zigtausend Sachen, hatten sie auf Umschalt links. Ist ja kein Wunder, dass da nichts funktionieren kann, wenn alles auf Umschalt links ist. Kann ich das nicht eigentlich auch? Hallo? Nein. Darf ich einmal? Nein. Jetzt. Okay, ja, dann kann ich die Hexersinne aber nicht mehr machen. Warte. Mache ich das einmal dahin? Ja, was ist sinnvoll? Warte, kann ich die Hexersinne? Muss ich gerade mal gucken. Was ist. Wie passt das am besten?
Besten, wenn ich auf Steuerung. Das ist doch auch scheiße zum Kämpfen. Aber. Ja, es ist. Es ist auch nicht das Gelbe vom Ei, wenn ich es auf Steuerung packe. Bin ich aufgefallen, dass. Ja, mir wäre das jetzt tatsächlich gar nicht aufgefallen. Ich dachte tatsächlich, das wäre der normale Angriff. Also halt sehr schnelle. Obwohl ich mich tatsächlich auch gewundert habe. Aber wie gesagt, es war am Anfang alles komplett durcheinander. Das Einzige, was gestimmt hat, war das Springen. Das Springen und das Sprinten. Die Reitsteuerung war auch komplett für ein A. Nein. Du sollst hier einmal doppelt, bitte. Angriff parieren konnten. Ja, wo pack ich? Ich bereue es echt, dass ich nicht mit Controller gespielt habe. Gestartet habe. Welche Taste ist denn jetzt noch frei? Ich weiß es doch nicht mehr. Das ist belegt. Wie viele Tasten gibt es hier drumherum nicht mehr? Nicht das. Oder ich packe die Hexersinne woanders hin. Packe das dahin. Hexersinne packe ich auf Steuerung. Aber wo packe ich das jetzt hin? Alle Tasten sind belegt. Warte. Funktioniert das? Dann? Nee. Egal, ich. Ah! Ah! Hahaha! ich bin sehr glücklich darüber, dass ich nicht am PC spiele. Ja, das glaube ich. Ich hätte auch meinen Controller nehmen können, aber ich habe jetzt alle anderen Teile davor auch mit Tastatur hingekriegt, deswegen wollte ich das jetzt hier auch mit Tastatur schaffen. Aber dass das so durcheinander wird, das damit habe ich nicht gerechnet. Weil es ist ja wirklich alles durcheinander. So, seid ihr Banditen? Kann ich es an euch mal ausprobieren? Ich möchte euch jetzt als Fall. Ich brauche euch als Versuchskaninchen. Hallo, bleibt doch mal stehen. Tötet mich doch endlich. Versucht es doch mal. Sag mir, was du zu bieten hast. Ey! Aua. Das ist ganz schön unfair. Aua. Liegt da aber auf jeden Fall gut. So, Pferdchen. Komm mal her. Komm zu Mama. Für die letzten 144 Meter nehmen wir noch ein Pferdchen. Passt. Gut, ja, dann können wir jetzt wieder auf schnelle Angriffe machen. Langsamer. Und ich wundere mich schon, warum ich das Kämpfen nicht hinkriege. Schön. Oder auch nicht. So, warte mal. Eigentlich müsste es hierfür auch ein Schnellmenü geben. Auch das habe ich noch nicht herausgefunden. Herrchen! Ist jemand zu Hause? Ja. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Mhm. Ich habe diese Substanzen, die du wolltest. Sehr schön. Dann steht meinen Studien der Baumwurzelmuster ja nichts mehr im Wege. Doch zuerst... Machst du dir einen Glühwein? Ich habe oh ja, Glühwein konnte ich auch. Vorzügliches Fleisch, teure Weine, serikanische Gewürze. Kein bisschen Magie. Willst du mir nicht sagen, was du im Schilde führst? Ich würde es dir lieber zeigen.
aber du musst dich etwas gedulden. Na gut, ich will es wissen. Ich warte. Dann husch. Raus. Willst du dir was Bequemeres anziehen? Später. Nur nichts überstürzen. Also los. Raus mit dir. Du warst geduldig. Danke. Ich bin fast fertig. Wenn ich weiße Mäuse sehen will, betrink ich mich einfach. Ich sagte fast. Jetzt stör mich nicht. Bikane Gwin Kaifil. Was ist mit der dritten Maus passiert? Der Zauber glückt in 2/3 der Fälle. Ich nehme immer eine mehr, als ich brauche. Nur zur Sicherheit. Also wo? Keira, würdest du mir erklären, was hier los ist? Kennst du das Märchen von Cinderella? Und auch die wahre Geschichte. Ein Zeugel tauchte im Palastteich auf und fraß Prinzessin Cinderella mit Haut und Haar. Ein Schuh blieb übrig. Woraufhin? Ich bitte dich, kein Wort mehr von Zeugeln. Also, zurück zu dem Märchen. Cinderella ist also gar kein romantisches Märchen. Ich würde diesen Sümpfen gerne für eine magische Nacht entfliehen. Eine gute Fee brauche ich nicht. Ich wirke die Zauber selbst. Aber einen Prinzen könnte ich gebrauchen. Zufällig bist du der einzige anständige Kandidat in ganz Velen. Ja, natürlich. Was sagst du zu einem Ausritt im Mondschein mit Abendessen? Das mit dem Weiberheld stimmt aber nicht. Klingt verlockend. So verlockend, dass ich wohl nicht ablehnen kann. Ehe wir gehen, da ist noch etwas. Musst du einen Kürbis in eine Kutsche verwandeln? Nein, ich verwandle unsere ranzigen Fetzen in etwas Passenderes. Guck nicht so. Es ist nur eine Illusion, die tut nicht weh. Und wenn es dämmert, ist alles wieder beim Alten. Warum nicht? Wenn schon, denn schon. Dann gut festhalten. Vella Glan! Sie wollte alles benutzen. Und was meinst du? Dekolleté zu sittsam? Genau richtig. Ich hätte auch deine Haarfarbe ändern können, wo ich schon dabei war. Ich mag dunkelhaarige Männer. Aber gut, in der Not. Dann nichts wie los. Das Essen wartet. Der Letzte macht den Abwasch. Ach du grüne Nonne. Komm schon. Ja, ne? Passt. Wahrscheinlich holt sie uns eh gleich ein. Well. So auf alle Fälle. Nein, du überholst mich nicht. Nein. So. Ich bin immer kein Gentleman. Geschafft. Muss sie wohl den Abwasch machen. Das fällt doch gar nicht auf, ne? Gratulation! Du wärst ein toller Jockey. Wenn ich einen Fuß kürzer und etliche Pfunde leichter wäre. Tja nun, dann hätte ich dich aber nicht hierher eingeladen. Verstehst du jetzt, wozu ich diese Substanzen brauchte? Du hättest mir einfach sagen können, wozu du diese... Geralt, renn in den Wald und hol meinen Einkauf. Ich will Abendessen machen. Hättest du das gemacht? Nein. Wenn ich gewusst hätte, dass ich dafür ein Glas Zurbarana trocknen bekomme? Ja, klar.
Für einen Weinkenner hätte ich dich nicht gehalten. Dachtest du, für den Lieblichen würde ich es vielleicht machen. Das Mark aus und spülen es mit Pfützenwasser runter? Mehr oder weniger. Nun, genug geschwätzt auf nüchternen Magen. Hauen wir rein. Das muss ein kleines Vermögen gekostet haben. Bist du sicher, dass ich mich nicht beteiligen soll? Bitte, das schaffe ich schon. Du weißt schon, ein Dutzend Eier hier, etwas Geflügel da. Außerdem stabilisieren sich meine Finanzen bald. Wie denn? Verzeih, aber man sollte meinen, die einzige Arbeit, die es in Velen gibt, ist Feldarbeit. So ist es. Also habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder baue ich Rüben an, oder ich gehe. Aber das wollte ich gar nicht besprechen. Danke noch einmal, Geralt, für deine Hilfe mit dem Turm. Du warst toll. Das war nicht der erste Fluch, den ich gebrochen habe. Aber einer der schwierigeren, stimmt's? Was da auf der Insel passiert ist. Mir läuft's kalt den Rücken runter. Und das Labor. Ich hoffe doch sehr, dass jetzt alles verbrannt ist. Die Käfige, die Leichen, die Papiere. Warum kümmert dich das denn? Weil mir die Bedeutung der Studien klar ist, die dort durchgeführt wurden. In den falschen Händen könnten die Ergebnisse großen Schaden anrichten. Tut mir leid. So ein ernstes Thema hätte ich nicht ansprechen sollen. Während unseres romantischen Abendessens. Romantisch? Ich dachte, wir wären als Freunde hier. Freunde. Mit gewissen Vorzügen. Also? Warte mal, ich muss mal kurz was nachgucken. Also nein, ich will nur, ob ich alles richtig hingestellt habe. Okay. Dein Märchen. Ich möchte keinen Ärger kriegen, deswegen. Wirklich? Guck ich lieber zweimal nach. Mach die Augen zu. Zähl bis 10. 1, 2, 3, 4. Also gut, das reicht. Kera, willst du Verstecken spielen? Warum nicht? Ja, wartet. Geht sofort weiter. Ich will es mir nur gerade ein bisschen gemütlicher machen. So. Kabel. So. Nein. Jetzt. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt Kaira finden, oder was? So, auf welche Taste hatte ich das nochmal gelegt? Steuerung? Ja, auf Steuerung. Nein, Geralt. Ein Rock? Das wird wohl eine Hasenjagd, kein Versteckspiel. Gut, dann muss ich mich nicht mit dem Öffnen plagen. Ich glaube, das musst du allgemein jetzt nicht mehr. Schade. Ihre Schuhe hätte sie anbehalten können. Ich bin sowieso bewundernswert, dass hier die meisten barfuß rumlaufen können. Also... Sobald ich barfuß laufe, trete ich mir einen Splitter in den Fuß. Da. Geralt. Wo ist Cinderella denn jetzt hin? Ich glaube, ich weiß wohin. Ich sehe da was. Huch. Du hast mich gefunden. Gratulation. War jetzt nicht so schwer. Bekomme ich einen Preis? Ich habe nichts dabei. Aber ich denke mir was aus. Na klar.
Weißt du, wie dieses Sternbild in Serikanien heißt? Bestimmt irgendwas mit Drachen. Nein, es hat einen anderen Namen. Etwas unanständig. Komm näher, dann flüstere ich ihn dir ins Ohr. Ikvane Navr. Ja, ich glaube, das war eher was damit wir einschlafen. Und vor allem, warum sind wir jetzt wieder angezogen? Kera? Wo? Sie hat mich mit einem Zauber einschlafen lassen. Sie hat was vor. Die Reuseninsel. Der Turm. Okay. Also, wir bauen Schiff. Ja, klar. Da hinten. Ich hätte aber auch gerne mal Schuhe wieder an. Die hier waren's. Und das bitte auch einmal. Ganz so schön. Ja, aber ich. Wäre das nicht ein bisschen weit? Ich meine. Hier ist man doch ganz außer Atem. Ich glaube, selbst im echten Leben, ich wäre einfach zu faul. Ich würde, glaube ich, einfach da auf. Da liegen bleiben und nichts mehr tun. Ach, ah, okay, das ist hier, wo ich den einen hab sterben lassen. Ja. Wie ist er nochmal? Lukas mit G. Graham. Ins Bärchen. So. Umschalt. Hier gehen wir einmal mit Vollkarre nach vorne. So, Gerard, bitte einmal das Boot verlassen. Komm, raus. Wir haben ja einen schnellen Angriff. Aua. Natürlich renne ich genau da rein. So. Besser oder ja, viel besser. Hätte ich das mal eher gewusst. Ich glaube, das hätte mir einiges an Problemen erspart. Ist das sinnvoll, wenn ich vorher noch meditiere? Was habe ich denn hier noch für Tränke? Dann wieder noch die Frische nicht auf. Mit Zeichenintensität. Gut. Speichern. Ja, aber ein ganz schlechtes ganz Gefühl. Stufe 8.
Na, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja, danke der Nachfrage. Wie fühlst du dich? Gut geschlafen. Du hast mich benutzt. Ach, bitte. Ich habe nur eine Gelegenheit genutzt. Hätte ich gewusst, dass du Alexanders Notizen willst, hätte ich dir nie geholfen, den Fluch der Reuseninsel zu brechen. Na schön, ich war vielleicht nicht ganz ehrlich. Und nicht ganz ehrlich? Aber ich wusste, dass du es schaffst. Männlich, wie du bist. Geralt, Süßer, guck nicht so böse. Sonst ich mag die Frau irgendwie nicht. Zumindest jetzt nicht mehr. Ich bin nicht hergekommen, um deine Spielchen zu spielen. Ich weiß, was du vorhast. Immer verdächtigst du mich. Das verdiene ich nicht. Meine Absichten sind rein wie die Tränen einer Jungfrau. Wer es glaubt. Alexander hat die Katriona-Krankheit erforscht. Mit seinen Notizen kann ich Arznei herstellen. Vielleicht ein Heilmittel oder einen Impfstoff. Ganz humanitäre Motive, wie? Nein, ganz eigennützige. Die Mächtigen werden für solch ein Heilmittel bereitwillig zahlen. Und weißt du, wie viel? Radovid zum Beispiel. Vielleicht wird er mir sogar meine frühere Verbindung zur Loge vergeben. Radovid vergisst und vergibt nichts. Nee. Besonders, wenn es um Zauberinnen geht. Für mich wird er eine Ausnahme machen. Er muss. Ich habe bin mir nicht so sicher. Bitte, nicht das glaubst wieder. Du doch nicht ernsthaft. Und du glaubst, dass dich Yennefer irgendwann nicht mehr wie einen Köter an der Leine behandelt. Dass ich nicht lache. Ich gehe zu Radovid und berichte ihm von diesen Forschungsarbeiten. Ob du es nun willst oder nicht. Keira, das ist Selbstmord. Sie werden dich an einen Pfahl binden und verbrennen, um die Moral des Volkes zu heben und es zu unterhalten. Halt für einen Moment den Mund und sieh mich an. Siehst du das? Bettwanzen, Geralt. Scheiß Bettwanzen. Ich, Keira Metz, Beraterin von König Foltist und Mitglied der Loge der Zauberinnen, habe Bettwanzen. Glaub, was du willst, aber ich werde keinen Tag länger in diesem elenden Sumpf bleiben. Nicht einen Tag! Ich werde den Ponta überqueren und deshalb werden mich Radovids Männer sowieso finden. Verstehst du? Ich habe keine Wahl. Ich muss verhandeln. Ich weiß was Besseres. Geh nach Kaer Morhen hin. Du glaubst, dass ich dort in Sicherheit bin? Ja, solange du Lambert nicht sauer machst. Emir, Radovid, die können dich dort beide nicht kriegen. Luxus gibt es da keinen, aber immerhin saubere Laken. Das ist ganz schön weit, tief hinter der Frontlinie. Aber wenn ich im Wald bleibe, bis ich das Kestrel-Gebirge erreicht habe, müsste ich unbemerkt durchkommen. Also gut, ich kann dir wohl nichts abschlagen, Hübscher. Du weißt, was Frauen wollen und wie sie denken. Wir sehen uns also in Kaer Morhen? Eine fast bettwanzenfreie Zone. Ich kann es kaum erwarten. Bis bald, Geralt. Keine Ahnung, ob das richtig war, aber... Ja. Schön. Wir sind ja nicht Stufe aufgestiegen. Ah, jetzt kann ich da wieder was reinpacken. Packen wir das einfach mal da rein. Kann ich am Ende ja immer noch umändern. Und das Ganze möchte ich ja jetzt sparen. Damit ich mir das hier holen kann, den Schild. Bye bye. Gut. Was haben wir dann noch? Hier haben wir wieder die Hauptquests.
Stimmt, wir könnten zu den Mumen. Wir könnten... uns um den Baron kümmern. Bei den Nebenquests. Was haben wir hier noch? Ah! Das Ahnenfest. Dazu müssen wir sowieso auf die Reuseninsel. Ja, Mensch, passt doch. Kommt doch jetzt gerade wie gerufen. Einfach weiter meditieren. Das ist... Ach so, okay. Gut. Danke! Ich dachte, ihr müsstet da jetzt echt darauf sparen. Also, dass ich da... Okay, danke. Ich glaube, dann wäre ich sehr enttäuscht gewesen, wenn ich das wirklich so gemacht hätte. Ja, ich glaube, da wäre ich so jetzt nicht drauf gekommen. Warte mal. Dann verteile ich die Punkte trotzdem erstmal. Ich möchte trotzdem einmal für die Zeichenwirkdauer.